Bandai Namco. Supermassive Games Production. The Dark Pictures Anthology. The Devil in Me. Okay, diese Datenschutzrichtlinienerklärung, bla bla bla. Ja, hätte ich gerne, ist okay. Jo, ist auch okay. The Brightness sieht gut aus. Die Einstellungen reingehen und mal ein bisschen. Lö. Audio gleich mal ein bisschen runterdrehen. Mach ich so ein bisschen runter machen, damit es nicht zu laut wird. Sir, die würde ich gerne speichern. So, drehen wir mal die Einstellung ein bisschen runter. Ich hoffe ja, dass das alles gut funktioniert. Also ich sag mal so, das läuft da oben flüssig. Das ist schon mal gut. Ich werde mal parallel noch kurz Folgendes machen. Und zwar meinen Stream mal anmachen, damit ich gucken kann, ob das auch da gut läuft. Und wir das da auch nochmal im Blick haben. First. Weil die Voice, also beziehungsweise die Sachen im OBS gerade ein bisschen laggy sind zum Teil. Was ein bisschen ärgerlich ist. Oh, der Stream an sich scheint laufen. Machen wir mal Vollbild, mal gucken, ob das was bringt. Oh, das macht es ein bisschen schlimmer. Armlohnsfasung einmachen. Okay, es läuft im Stream at least flüssig. Aber mein OBS denkt sich gerade so an, ne, kein Bock heute. Guck mal, ob es das ein bisschen besser macht. Jetzt sollte ich wieder reinklicken, eventuell. Ja, ja, alles gut. Ich werde das eventuell gleich ein bisschen rauscutten. Weil sobald sich hier irgendwas bewegt, liegt das Ding drüben. Das gefällt mir nicht. V-Sync nicht eben eingemacht. Ein. Spiegelung mit Raytracing ist aus. Raytracing ist aus. Jetzt läuft es auch flüssig da drüben, das ist gut. Sehr schön, dann haben wir 30 Frames, sollten reichen für das, was man haben will. Jetzt könnte ich tatsächlich sogar nochmal schauen, ob ich die Einstellung wieder ein bisschen hochschrauben darf. Das Ding eh. Zack. Weiß ist jetzt gerade ein bisschen damage. Oh, ich glaube, das sollte reichen. Sir, ja, läuft immer noch gut. Das ist schön, genau das will ich sehen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, das war gar nicht so viel zu lange, deswegen spiel nicht allein, spiel allein. Wir spielen, achso, siehst du, ich wollte noch gucken, ob ich Untertitel einhabe. Nom 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 nom. Ich spiele mit Controller das erste Mal, Dark Pictures Anthology, das ist irgendwie, weiß ich nicht, was so sinnvoll ist, aber mal gucken.
Audio und Sprache. Audio-Voreinstellung aus. Dadadada. Untertitel ein. Hätte ich gerne Sprache Deutsch. Untertitel darf auch aus, auf Deutsch sein. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf in das Horrorabenteuer. Hallo, Story. Auf herausfordernd, das sollte okay sein. Wir werden eh nicht alle durchkriegen. Das ist eher unwahrscheinlich, aber na gut. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Sehr. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere. Sind. Tödlich wäre, glaube Das ich, die Riesenrad logischerweise. ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ah, das Ich Land in versuche Ani. es gerade. Den Man Chicago kann mir ist. bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Checken wir ein. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Versuch's nochmal. Vertrauenserweckend. Das lässt ja nicht gerade darauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Benutze er zur Auswahl. Begeistert, lass uns heute nach der noch zur Ausstellung gehen. Wir müssen irgendwo beschäftigt sein. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. So führt man doch kein Unternehmen. Wenn Sie langsam sind, bedeutet das nur, dass Sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Ich bitte um Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen im World's Fair Hotel. Bitte unterschreiben. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Ja,
Heute beginnen unsere Flitterwochen. Glückwunsch. Da scheint mir ein Upgrade angebracht zu sein. World's Fair Hotel. Die Flitterwochen-Suite. Oh, ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die alle kennenlernen will. Bitte sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Vielen Dank, Mr. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Ja. Für wen wird dieser Besuch nicht ganz so geil? Für ihn oder für die Family? Face Powder. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Wähle mit R aus, hätte er gedrückt, dann aufheben von Objekten. Es gibt einen Burden. Okay. Aus London. London. Kursrichtungen werden bei wichtigen Entwicklungen in der Geschichte festgehalten. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht, mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar, danke der Nachfrage. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Okay, wir haben das Bathwater. World's Fair Hotel. Was wohl hier drin ist? Breathland Suite? Langsam glaube ich, ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder, verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Nur ein unfertiges Zimmer. Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Was ist das? Nicht bewegen. Das war Nervenkitzel. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Gehen wir. Ich musste ganz kurz was nachgucken. So.
Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochensuite. Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Hey! Ah, Volltreffer! Du hast es so gewollt. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Gnade, Gnade! Okay, du hast gewonnen. Bist du etwa verletzt? Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall! Ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Okay. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Da ist eine Kamera drin. Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Sesam, öffne dich! Danke. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht so lange im Bad. Keine Sorge. Jeff im World, finde ein Rasierset. Okay, das ist schon... Uff. Kann diese Körnung noch ausstellen? Scheint nicht, wa? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Körnung ein bisschen nervig ist. Lieber nicht. Ach. Regie. Ich nicht so. Doch, die einzige Tür, die ich theoretisch aufmachen könnte, wa? Ha. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Okay. Was?
Oi! Oh mein Gott. Okay, es geht gut los. Marie! Erscheint Charaktere im Inventar, drücke zum Ausrüsten des Objekts. Bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das ins Wasser machen möchte. Aber ich glaube, das wäre sehr schlecht für unsere Haut gewesen. Und eventuell auch für den Rest des Körpers. Bist du das, Liebling? Jeff? Oh, spielen wir noch ein Spiel? Keine, weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Na gut, Mister Hinterlistig. Das klappt nicht, Mister! Holmes! Hallo, was Liebes. Tut sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Lass! Hände weg von mir! Aber ich bin noch nicht fertig. Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Das zögert es doch nur hinaus. Was? Was haben Sie? Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Cool. Gas. Ja, war ja klar. Sie verschwenden ihre letzte Chance, ihm zu sagen, dass sie ihn lieben. Ich gehe davon aus, dass die beiden sterben müssen. Ein Platz für alles. Oh. Alles. An seinem Platz. Wow, sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, populent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo,
Willkommen im World's Fair Hotel. Mörderburg. Won't you spare me over till another year? Wen haben wir denn da? Long time no see, Mister. Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Willkommen zurück. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Letztes Mal hat niemand überlebt. Haben Sie es überhaupt versucht? Beim letzten Mal sind aber nicht alle gestorben bei mir, oder? Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und Ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden Sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen Ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Ja. Sie sind verantwortlich dafür. Sie Toll. Trifft die Schuld. Ja, danke. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Aha. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt, als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Okay. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte Sie. Wer ist er? Was ist er vor allem?